Windows Blue ist das Update von Windows 8, welches im Sommer 2013 veröffentlicht werden soll. Windows Blue enthält viele Neuerungen. Microsoft legt bei dem Update bis jetzt mehr Wert auf das User Interface als auf Systemneuerungen. Ähnlich wie bei dem Windows Phone hat man bei Windows Blue ebenfalls die Möglichkeit, die Live-Kacheln in ihrer Größe anzupassen. Der Benutzer kann zwischen klein, medium und groß auswählen. Die Live-Kachel des Desktops kann sogar auf extra groß geändert werden. Windows Blue bietet des Weiteren die Möglichkeit, aus einer Auswahl vorinstallierter Farben den Startbildschirm zu personalisieren. Die sogenannte Snap View ermöglicht dem Benutzer, zwei Apps gleichzeitig nebeneinander jeweils bei 50% laufen zu lassen. Sogar vier nebeneinander geöffnete Apps sind möglich. Die Unterteilungsmöglichkeit des Startbildschirms in Gruppen ist praktisch und spart Zeit. Schneller zugängliche Einstellungen erleichtern außerdem die Bedienung und Microsoft SkyDrive ist in Windows Blue präsenter als noch in der derzeitigen Version von Windows 8. Windows Blue kommt ebenfalls mit neuen vorinstallierten Apps wie der Wecker-App, der Aufnahme-App und der Taschenrechner-App. Obwohl Windows Blue noch in einer frühen Phase der Entwicklung ist, scheinen wichtige Anpassungen unternommen worden zu sein. Jetzt können wir gespannt sein, wie Microsoft vorhat, die anderen offensichtlichen Schwachstellen von Windows 8 zu beseitigen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Teilt dieses Video mit euren Freunden und vergesst nicht, mich zu abonnieren. So könnt ihr meine wöchentlichen Videos verfolgen. Das war livetech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.